Hier ist gartenvideo.com, mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: Nicht alle Rosen genügen, ein Beispiel von Benjamin Britten. Es ist schön, hier im Garten von David Austin zu sehen, dass das Urteil, das wir zu Hause über die eine oder andere Rose von David Austin, die wir getestet haben, gefällt haben, nicht ganz falsch sein kann. Benjamin Britten hier besticht natürlich durch diese wunderschönen Blüten und Farbe, aber wenn man vorhin den ganzen Busch gesehen hat, der negative Punkt ist auch ziemlich klar, es ist die Blühwilligkeit. Diese Sorte ist nicht genügend blühwillig für eine moderne Rose. Und das kann auch durch dieses wunderschöne Kirschrot, dieses fast fluoreszierende Rot, nicht kompensiert werden. Natürlich gefällt mir hier im Garten die Blüte und ich kann fast nicht anders, als noch mehr zu filmen, auch wenn es nicht immer ganz scharf ist, aber schärfer wird. Aber die Sorte hat so nicht genügend, ist drum nicht in unserem aktuellen Sortiment.